Hi, mein Name ist Julia. Ich bin vom Depot Aerobic und Fitnessstudio in Bad Vilbel und wir machen heute zusammen ein Workout für tierisch fitte Kids. Dann lasst uns loslegen. Wir kreisen erstmal die Arme, um uns kurz warm zu machen. Genau, fünfmal nach hinten, ganz entspannt. Und wir wechseln die Richtung. Sehr schön, wir ziehen die Knie nach oben abwechselnd. Genau, mit ein bisschen Schwung, dass es schon so ein bisschen in der Hüfte zieht. Und wir machen die Beine lang. Und 5, 4, 3, 2, 1. Wir machen jetzt noch 3 Tierbewegungen zum Aufwärmen. Schaut, dass ihr ein bisschen Platz habt. Die erste Bewegung ist der Frosch. Wir kommen tief nach unten, setzen die Hände vor uns auf den Boden und haben immer 2 Kontakte am Boden und 2 in der Luft. Jetzt sind die Füße in der Luft. Zack. Das machen wir ein bisschen nach vorne und nach hinten. Sehr schön. Genau, schaut, dass ihr über die Bauchmuskeln arbeitet. Noch einmal nach hinten, einmal nach vorne. Sehr schön. Dann machen wir jetzt noch den Affen. Dafür bewegen wir uns seitwärts. Wir setzen die Hände wieder vorne auf und kommen schön seitlich. Zack, sehr schön. Setzt die Beine richtig versetzt auf, neben den Händen. Sehr gut. Noch 2. Dann machen wir jetzt noch den Bären. Dafür kommen wir mit geraden Beinen. Und jetzt arbeiten wir nur über den Spann und kommen vor und rückwärts. Versucht, dass die Beine noch gerade sind, während wir rückwärts laufen. Ganz wichtig. Und noch einmal nach vorne, einmal nach hinten. Sehr schön. Ihr dürftet jetzt ein bisschen warm sein. Dann kommen wir zu unserem ersten Satz. Bedeutet, wir machen 2 Übungen im Wechsel. 30 Sekunden. 2-mal hintereinander. Das heißt, 1 Minute Belastung am Stück. Danach 20 Sekunden Pause. Als erstes Pferdetritte mit Steigen. Wir setzen auf, wir machen einen Kick nach hinten und wir steigen. Sehr schön. Dann lasst uns beginnen. Das Ganze machen wir dann mit dem Hampelmann im Wechsel. Und in 3, 2, 1. Schön zum Po kicken. Hoch und tief. Kommt schön hoch mit den Beinen, richtig viel Schwung, stützt euch auf die Schultern. Noch 5 Sekunden wie ein richtiges Pferd. Okay, wir kommen hoch und Hampelmann, ganz entspannt. Noch 10 Sekunden. Und die letzten 5. Okay, 20 Sekunden Pause. Das Ganze nochmal. Dann habt ihr die erste Folge schon geschafft. Danach kommen wir zu den nächsten 2 Tierbewegungen. Schaut, dass ihr euch nicht hinsetzt während der Pause. Bleibt stehen. Und in 3 Sekunden geht es weiter, wieder mit den Pferdetritten. Und 3, 2, 1, richtig schön hoch und aufstehen. Die Fersen sind am Boden, wenn wir aufstehen. Wir brauchen hier schönen Kontakt, wenn wir vorne steigen wollen. Fast geschafft. Noch 5 Sekunden. Eine Bewegung schaffen wir noch. Wir kommen wieder hoch und Hampelmann, macht euch bereit. Noch 10 Sekunden.
kurze Pause. Sehr schön. So, erste Folge geschafft. Ich zeige euch schon mal die nächsten zwei Bewegungen. Währenddessen könnt ihr euch noch kurz ausruhen. Und zwar machen wir den Flamingo 30 Sekunden lang. Wir heben ein Bein in die Luft und bleiben hier richtig schön gerade stehen. Danach machen wir das andere Bein. Schaut, dass das richtig hoch ist. Das Knie bleibt super schön oben und bleibt stehen. Das Fußgelenk leicht aus, wie ein Vogel, ganz ruhig. Im Wechsel dazu machen wir den Adler. Auch passend. Den Vogel in der Luft. Wir legen uns ab, legen unsere Füße ab, bleiben schön liegen. Arme rechts und links zum Boden und richtig große Flügelschläge. Wir liegen sauber in der Luft, quasi wie ein Adler. Wir gleiten durch die Lüfte und nur die Flügel bewegen sich. Sehr schön. Dann macht euch bereit für den Flamingo. In 5 Sekunden geht's los. So, 3, 2, 1. Erstes Bein, 30 Sekunden, bleibt aufrecht stehen. Die Arme könnt ihr gerne rechts und links entspannt hängen lassen oder auch fürs Gleichgewicht zur Seite nehmen. Ist euch überlassen. Brust immer schön rausstrecken. Und 3, 2, 1. Wir wechseln direkt die Seite. Haltet durch, versucht wirklich schön ruhig stehen zu bleiben. Wenn es nicht so gut klappt, guckt einen Punkt am Boden an. Am besten, wenn ihr es mit anderen Kids macht, nicht das andere Kind angucken, was wackelt. Noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Geschafft! Wir legen uns auf den Boden. Einmal ablegen. Und Becken schön in den Boden drücken, Füße ablegen. Und wir machen Adlerschläge. 30 Sekunden. Versucht die Schultern richtig schön tief unten zu ziehen, so dass ihr eine schöne Vogelposition habt. Blick am besten zwischen die Arme, also nach unten, auf eure Matte oder auf euren Fußboden. Noch 5 Sekunden, dann habt ihr es geschafft. Dann nochmal das Flamingo. Und der letzte Flügelschlag. Wir stehen auf. Jetzt habt ihr erstmal 15 Sekunden Pause und dann kommt die zweite Runde. Sehr gut. Ihr habt es fast geschafft. Und wir heben wieder das eine Bein. 30 Sekunden, richtig aufrichten, nochmal alles rausholen, Standbein schön stabil machen, aber nicht ganz durchstrecken, ganz leichte Beugung nach Möglichkeit. 10 Sekunden noch. Drei, zwei, eins. Und wir wechseln, schönen Kontakt am Boden bekommen und hoch, 30 Sekunden. Auch hier wieder schön aufrichten. Die letzten 3, 2, 1 und absetzen. Dann haben wir noch eine Cooldown-Übung. Ganz kurz nochmal stretchen im herabschauenden Hund. Dafür kommen wir auf alle Viere in die Bärenposition quasi vom Anfang und drücken uns einmal nach hinten rein. Wir strecken die Beine ganz durch. Wenn das nicht geht, kommt ein bisschen in die Beuge, aber den Oberkörper durchfedern. Das halten wir jetzt auch nochmal 30 Sekunden. Haltet es durch. Ganz ruhig. Die letzten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Entspannt euch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß
an dem tierisch fitten Workout. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.